Ja, hallo liebe Gitarrenfreunde, heute ein weiteres Video von mir. In diesem Video geht es um D-Dur, einmal um die Tonleiter sowie um den Akkordaufbau. Wenn wir uns dieses Symbol mal einfach angucken, dieses Gitarrensymbol, das findet man ja in fast jedem Liederbuch. So wird D-Dur gespielt und oder so greifst du D-Dur. Das ist die E-Seite, tiefe E-Seite, und die A-Seite, die ist durchgeext. Die D-Seite wird offen mitgespielt, und dann legst du deinen Zeigefinger auf den zweiten Mund der G-Seite, zweiten Mund der hohen E-Seite und den Ringfinger dann auf der H-Seite, dritter Mund. Was mir dann immer wieder aufgefallen ist, dass viele Gitarrenschüler glauben, das ist D-Dur, so wird D-Dur gespielt und nicht anders. Und das ist ein Irrglaube. Denn D-Dur kann ich auch noch anders spielen. Aber zunächst gehen wir mal einfach die Tonleiter durch. Solltest du das erste Mal eins meiner Videos geladen haben und dir auf YouTube oder wo auch immer anzusehen, ja, siehst du natürlich dort eine Klaviertastatur und wir sagen, was hat das mit Gitarre zu tun? Ich habe die Klaviertastatur nur deswegen eingebunden, weil es erheblich einfacher ist, etwas zu erklären auf dem Klavier, weil es optisch da wieder von Vorteil ist als ein Saiteninstrument. Nur störe ich jetzt nicht daran, dass ich dann hier eine Klaviertastatur habe. Und nehmen wir mal den Gitarrenhals dazu. Wenn wir D-Dur spielen wollen, fangen wir mal mit der Tonleiter an. Unser erster Ton ist klar, bei D-Dur ist D. Dazu spielst du die offene D-Seite. Unser nächster Ton, der folgt, ist das E. Und wenn du jetzt mal genau hinguckst, zwischen D und E, es ist ein ganzer Schritt, weil dazwischen liegt eine schwarze Taste. Und das, in der Musik ist das Ganze ja mit Halbtonschritten immer ausgelegt. Dazwischen liegt das Dis. Das wollen wir aber nicht spielen. Wir spielen D, E. Also D, dann greifst du am zweiten Bund das E. Kommen wir zum dritten Ton unserer Tonleiter. Das Fis. Und da es sich hier wieder um einen ganzen Schritt handelt, gehen wir zwei Bünde weiter auf dem vierten Bund zum Fis. Der nächste Ton ist das G. Vom Fis zum G ist es wieder nur ein halber Schritt, wie du siehst. Und das hieße, dass du nur einen Bund weiter gehst auf der D-Seite, dann hast du dort das G oder du spielst deine offene G-Seite. So, die ersten vier Noten haben wir. Folgen also die nächsten vier Töne. Das A. Vom G zum A ist wieder ein ganzer Schritt. Somit gehen wir zwei Bünde weiter. Also zweiter Bund G-Seite und du hast den Ton A. Unser nächster Ton ist das H. Ich weiß, international wird HB ausgesprochen. Und dazu habe ich mich auch schon mehrfach geäußert, aber in der deutschen Literatur wird es immer noch H genannt und wir bleiben jetzt auch mal dabei. Das H vom A zum H ist es wieder ein ganzer Schritt, somit also wieder zwei Bünde weiter, vierter Bund, G-Seite oder deine offene H-Seite. Kommen wir zum siebten Ton, unser Cis. Vom H zum Cis ist es wieder ein ganzer Schritt, also zweiter Bund auf der H-Seite findest du den Ton Cis. Unser letzter Ton endet natürlich wieder mit dem D, um die Tonleiter abzuschließen. Und vom Cis zum D ist es wieder nur ein halber Schritt, also nur ein Bund weiter. Und dann findest du
auf dem dritten Bund der H-Saite den Ton D. So, und die Töne, die da jetzt stehen, haben wir gespielt. Und das ist unsere Tonleiter. D mit der offenen D-Saite. Zweiter Bund, Ton E. Vierter Bund, D-Saite, Ton Fis. Die offene G-Saite. Zweiter Bund, G-Saite, Ton A. Offene H-Saite. Zweiter Bund, H-Saite, Cis. Und dritter Bund, H-Saite, D. Soweit jetzt die Tonleiter. Ja, die Töne hast du jetzt gespielt. Kommen wir weiter zum Akkordaufbau. Nehmen wir zunächst mal unseren dritten Ton, unseren Ton D am dritten Bund der H-Saite sowie unsere D-Saite. Wenn wir die zusammen erklingen lassen, dann hörst du, dass der eine Ton höher ist. Wir haben also von tiefen D zum hohen D gespielt. Das ist der tiefe, unsere offene D-Saite. Und am dritten Bund der H-Saite finden wir das hohe D. So, und jetzt haben wir noch den Ton Fis, den wir hier als unseren dritten Ton haben. Und das ist unsere Terz. Und den findest du am zweiten Bund der E-Saite. Jetzt hast du also deinen Grundton D gegriffen an der H-Saite und deine Terz am zweiten Bund der E-Saite. Und jetzt fehlt uns nur noch die Quinte. Also das ist Grundton. D ist Grundton, Fis ist Terz. Wo ist also unsere Quinte? Und die Quinte ist der fünfte Ton in der Tonleiter. D, E, F bzw. Fis ist der dritte Ton. Folgt also G ist der vierte, A ist unser fünfter Ton. So, und den greifst du am zweiten Bund. Und somit hast du jetzt, wenn du nur diese drei Melodieseiten mal siehst, und die D-Saite mal jetzt weglässt, dann hast du hier deinen Akkord, den du spielst, und die D-Saite, die offene D-Saite, spielst du nicht weiter als Bassbegleitung mit. Und was nämlich immer irreführend ist bei diesen Symbolen, ist, dass die A-Saite durchgekreuzt ist. Du könntest aber auch jetzt deinen D-Akkord spielen mit der offenen D-Saite. Ich mach's dir einmal vor. Jetzt spiele ich den Akkord. Und jetzt spiele ich die A-Saite. Und spiel wieder den Akkord. Also ich spiele sozusagen einen Wechselbass. Und das geht nämlich aus so einem Symbol oft verloren, dass die Leute dann sagen, ich darf die A-Saite nicht mitspielen. So sieht also dein Akkord aus, nur auf den Melodieseiten gespielt. Du hast aber den Ton Fis auch auf der D-Saite, vierter Bund. Und dann könntest du dort sozusagen auch einen Akkord aufbauen. So, wie dieser Akkord jetzt hier gegriffen worden ist, baut er sich auf dem Klavier so auf. Zuerst kommt, also ich gehe nochmal zurück, zuerst kommt deine Quinte, dann kommt dein Grundton und dann kommt deine Terz. Das heißt aber, du nimmst die Terz schon aus der nächsten Oktave heraus. Und D, die D-Saite ist deine Bassbegleitung. Das würde jetzt der Klavierspieler genauso mit der linken Hand spielen, während er diese Töne mit der rechten Hand spielt und diesen Ton mit der linken.
Und jetzt könnte er, was ich eben demonstriert habe, mal die A-Seite spielen, beziehungsweise den Ton A und dann wieder den D-Ton. Und immer so im Wechsel. So, das war mein Video zum Dreiklang D-Dur mit der Tonleiter. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Und dann freue ich mich, wenn du vielleicht mal mein Video positiv bewertest oder vielleicht auch weiter bei mir reinschaust und dir weitere Videos von mir ansiehst. Bis dahin, ciao!